Wie du als Steuerfachwirt erfolgreich dein Steuerberaterexamen meisterst. Genau darum soll es hier heute gehen, in diesem Dokument, was ich explizit für dich vorbereitet habe. Das sind 23 Seiten, die wir heute einmal durchgehen werden, wo du explizit erfahren wirst, was sind die Kniffe und Herausforderungen als Steuerfachwirt, um das Steuerberaterexamen, wie gesagt, erfolgreich in der Situation meistern zu können. Mein Name ist Manu Steinecke, ich bin Steuerberater und bin der fachliche Leiter der ESA-Examensvorbereitung, der digitalen Bildungseinrichtung Nummer 1 für die Vorbereitung auf das Steuerberaterexamen. Und in diesem Dokument werde ich dir, wie gesagt, ganz ausführlich verraten, worauf es als Steuerfachwirt eben darauf ankommt in der Examensvorbereitung, um da zu den richtigen 50% zu gehören. Hier sehen wir einmal unser Buch auf der ersten Seite, der Steuerberater-Examensguide, welchen ich zusammen mit meinem Geschäftspartner und Geschäftsführer Gary Vorbrach geschrieben habe. Da erfährst du nochmal ganz detailliert und ausführlich auf ca. 120 Seiten, worauf es zusätzlich ankommt, um erfolgreich zu sein im Steuerberaterexamen. Das Ganze kannst du dir hier unter dem Link bestellen. Hier sehen wir unser Headquarter in Hamburg. Wir sind eine rein digitale Bildungseinrichtung eben mit Stammsitz in Hamburg. Hier sehen wir unser brandmodernes Office, knapp 300 Quadratmeter groß in Hamburg. Und ja, auf den nächsten Seiten sehen wir schon, warum wir so erfolgreich sind, nämlich weil unsere Kundinnen und Kunden, die mit uns gemeinsam sich auf das Steuerberaterexamen vorbereiten, entsprechend ihre Steuerberaterprüfung bestehen und wir echten Mehrwert liefern. Hier kannst du dir gerne mal ein paar Kundenstimmen anschauen. Hier haben wir, je nachdem, in welchem Versuch du dich befindest, einen passenden Ausschnitt vorbereitet. Hinter dem Link siehst du sozusagen dann entsprechend ein Kundeninterview, was du dir gerne passender anschauen kannst. Natürlich auch mehrfach oder verschiedene Videos. Und das sind sozusagen alle Teilnehmer der letzten Jahre. Aktuell befinden wir uns natürlich auch in der Vorbereitung mit diversen Teilnehmern. Kannst du dir hier auch ausführlich angucken, was die Kunden so von uns überzeugt, was da die entsprechenden Mehrwerte sind, die wir hier bei der ESA liefern. Die Links findest du, wie gesagt, immer dann in dem Dokument, welches wir auch rund um das Video natürlich verlinken werden. Das heißt, du kannst das Dokument dann auch noch mal in Ruhe ganz ausführlich anschauen mit allen wichtigen Punkten, falls ich ja, Dinge überspringe, die dir vielleicht noch mal besonders wichtig sein sollten. Hier sehen wir auch einmal den Link, was auf jeden Fall spannend sein wird für dich, nämlich wir haben mittlerweile über 150 geprüfte Bewertungen bei Trustpilot. Das ist der entsprechende Anbieter, wo man ja, Kundenbewertungen eben verifiziert ein- kann, die geprüft werden eben von deren Seite. Und da haben wir mittlerweile über 150 Bewertungen, 4,9 Trust-Score. Da kannst du auf jeden Fall ausführliche Erfahrungsberichte von unseren Kundinnen und Kunden dir anschauen und eben noch ganz viele unzählige weitere Kundenstimmen auf unserem entsprechenden YouTube-Kanal dafür. Auch hier findest du den entsprechenden Link. Kurz was zu meiner Person beziehungsweise zu unserem Background bei der ESA. Ich selber habe 2019 mein Steuerberaterexamen neben Masterstudium, Vollzeitjob und meiner Fußballkarriere, die damals sozusagen noch stattgefunden hat, entsprechend abgelegt. In 3, 4 Monaten Vorbereitungszeit eben berufsbegleitend auf jeden Fall ein gutes Ergebnis erzielen können. Und ich hatte da entsprechend auch eine Lerngruppe, wo ich alle Teilnehmer dazu geführt habe oder führen konnte, dass auch die erfolgreich ihr Steuerberaterexamen meistern. Ich habe dann langjährig Erfahrung auch parallel gesammelt als Dozent in der Finanzverwaltung, bin also Diplom-Finanzwirt, komme über diese Schiene dann eben auch auf die Steuerberatung und habe dann zusammen eben mit dem Gary Vorbrack, dem Geschäftspartner, 2020 die ESA-SDB-Examensvorbereitung gegründet, um dieses Wissen, was wir der Lerngruppe entsprechend auch vermittelt haben, entsprechend auch anderen Leuten, anderen Teilnehmern extern zur Verfügung zu stellen. Und wir haben uns eben von Anfang an mit den echten Problemen der Teilnehmer beschäftigt. Das heißt, wir haben geschaut, was sind wirklich die Hinderungsgründe, warum man das Steuerberaterexamen nicht besteht. Das sind Probleme, die leider häufig hausgemacht sind. Da gibt es viele Aspekte, die man definitiv verbessern konnte und wir natürlich auch getan haben und die seit Jahrzehnten teilweise, seit 20, 30, 40 Jahren falsch gemacht worden sind. Und da haben wir uns eben nicht mit zufrieden gegeben, haben neue Lösungen und Konzepte entwickelt und wollten eben auch, dass andere oder jeder Prüfling letztendlich die Chance hat, das oder von diesem Wissen, von diesem Know-how zu profitieren und von so einem Konzept eben auch ja, zu profitieren, um sein oder ihr Steuerberaterexamen erfolgreich meistern zu können. Und so haben wir eben ein ganz neues, ganzheitliches, individuelles Kurskonzept entwickelt mit unserer sogenannten Tax Insight Methode. Da gehen wir natürlich später nochmal drauf ein und betreuen mittlerweile jedes Jahr über hunderte Teilnehmer erfolgreich, die sich eben von der ESA ausbilden lassen, um ihr Ziel Steuerberaterexamen erfolgreich zu meistern. Wir haben dementsprechend auch die höchste Kundenzufriedenheit unter allen Anbietern. Das kannst du entsprechend eben auch da bei Trustpilot nachlesen, was das konkret bedeutet, wie sich diese Kundenzufriedenheit eben auch äußert in ausführlichen Statements der Kunden, nicht nur in den Interviews, die wir oben schon verlinkt haben, sondern darüber hinaus natürlich auch in Textform.
Und wie eben schon vorgestellt, haben wir dann 2022 auch einen Großteil des Wissens in unser Buch verpackt, nämlich wie wir die Steuerberater, der Steuerberater-Examensguide, den wir oben schon verlinkt haben. Und das hat jetzt letztendlich auch dazu geführt, dass wir mittlerweile schon zweifach TÜV-zertifiziert sind. Wir haben da ganz, ganz neue, erfolgreiche Maßstäbe in der Prüfungsvorbereitung gesetzt, eben mit zweifacher TÜV-Zertifizierung, nicht nur das Unternehmen und die Ausbildung im Allgemeinen, sondern eben auch das gesamte Lernkonzept, was ich hier schon angesprochen habe, vom TÜV Rheinland gerade neu zertifiziert als individuelles ganzheitliches Kurskonzept. Und das sind auf jeden Fall Statements, die die Qualität hinter diesem Kurskonzept eben auch belegen. So viel so ein bisschen zum Background. Wenn du das Ganze dir sozusagen auch nochmal ausführlicher anschauen willst, haben wir hier noch weitere Videos verlinkt. Das sind sehr, sehr viele Input, die Fragen sozusagen allgemein, die dich vielleicht interessieren. Kann jeder Steuerberater werden? Was sind die Voraussetzungen? Hier ein ganz ausführliches Video, wirklich Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Steuerberater, geht mehrere Stunden an der Stelle als Info. Der Hinweis, warum dieser alteingesessene klassische Weg nicht funktioniert, hier mit dem Gary Forback zusammen das Video, der funktioniert für die meisten eben nicht, sondern da muss man eben neue andere Wege gehen, wenn man planbar erfolgreich sein möchte. Und hier auch nochmal das richtige Alter, um im Steuerberaterexamen erfolgreich zu sein. Worauf kommt es dann? Hier sehen wir mal ausnahmsweise eine Präsenzveranstaltung mit unseren Kunden. Wir arbeiten ansonsten bundesweit komplett digital zusammen, wo wir natürlich dann auch alle Teilnehmer ganz Deutschland, egal ob auf dem Land, in der Stadt etc., versorgen und mit unserem Wissen und Konzept versorgen können. So viel zur Backstory bzw. zur Einleitung. Starten wir jetzt mal rein in das Dokument. Wir haben hier viel vorbereitet. Ich will natürlich nicht alles vorlesen, sondern dir entsprechend die wichtigsten Informationen einmal vorstellen. Dass nur 50% der Teilnehmer bestehen, ist leider seit Jahrzehnten traurige Realität. Es gibt immer mal wieder kleinere oder größere Ausreißer nach unten oder oben, aber im Durchschnitt kann man roundabout sagen, dass eben nur die Hälfte der Teilnehmer durchkommt. Und das hat natürlich entsprechende Gründe. Das ist keine festgelegte Quote, sondern das liegt daran, dass eben immer wieder die gleichen Fehler gemacht werden. Hier mal so ein typisches Beispiel: Frontalunterricht und Berge an Unterlagen. Es gibt Anbieter, da bekommst du am Anfang erstmal 20 Leitsordner zugeschickt und ja, hätte dir vielleicht noch viel Spaß gewünscht, die durchzuarbeiten, dass das natürlich nicht effektiv ist und zum Erfolg führt, liegt, glaube ich, auf der Hand oder sollte mittlerweile auf der Hand liegen, gerade wenn du uns schon länger verfolgst. Und ja, wir wollen heute natürlich darüber sprechen, was genau bewegt die Steuerfachwörter, was sind die typischen Probleme, wenn man eben über diese Vorbildung verfügt. Deswegen bist du hier, deswegen schaust du sicherlich noch zu. Als Steuerfachwirt macht es eben keinen Sinn, im gleichen Kurs zu sitzen wie ein Diplom-Finanzwirt, wie ein Steuerfachangestellter. Du verfügst selbstverständlich schon über gewisse Vorbildung, gewisse Erfahrungswerte, auch was die Klausurarbeit anbelangt, aber jeder hat unterschiedliche Stärken, Themenbereiche. Ein Diplom-Finanzwirt ist beispielsweise sowohl was das inhaltliche, fachliche Know-how anbelangt, deutlich weiter. Und ein Steuerfachangestellter wiederum hat viel, viel weniger Wissen. Das heißt, nicht jeder braucht den gleichen Input, jeder startet auf einem unterschiedlichen Niveau, selbst innerhalb der Berufsgruppe. Aber es liegt eben auf der Hand, dass du als Steuerfachwirt nicht das Gleiche machen solltest wie eben diese genannten Berufsgruppen. Und die traurige Realität in der Prüfungsvorbereitung sieht dann aber leider so aus, dass du eben mit all den anderen in einem Kurs drin sitzt, jeder das Gleiche bekommt, teilweise wird sich gelangweilt, teilweise ist das Tempo viel zu schnell, weil du gar nicht mitkommst, weil dir einfach essentielle Grundlagen fehlen und weil einfach auf einem gewissen Level letztendlich auch andere Herangehensweisen erforderlich sind, als die du in dem Fall sicherlich bisher kennengelernt hast. Das heißt, die Steuerberaterprüfung ist eine ganz neue Herausforderung. Das ist ein ganz anderer Umfang. Du hast zwar schon steuerliche Klausuren geschrieben, das ist richtig, aber der Umfang, die Tiefe, die Themenvielfalt, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Herausforderung und dementsprechend braucht es hier einfach auch neue Wege, sich diesem zu stellen und entsprechend da ja, durchzukommen, beziehungsweise das Know-how natürlich auch sich anzueignen. Das bedeutet, insgesamt kann man sagen, dass eben auch viele Leute die Unterstützung, die es bedarf, um erfolgreich zu sein, eben nicht bekommen. Man fühlt sich alleingelassen in der Prüfung, weil man es einfach nicht schafft, die Didaktik oder der Didaktik zu folgen, weil häufig die Themen einfach wahllos im Lehrplan durcheinandergewürfelt sind, je nachdem, wann welcher Dozent gerade Zeit hat. Es werden keine individuellen Schwerpunkte auf Basis der Vorbildung gesetzt und das ist natürlich alles etwas, was dann zu dieser traurigen Realität führt. Ergebnis daraus: Überforderung, fachliche Defizite, die durch diese Vorbereitung natürlich entstehen und hausgemacht sind, eine mentale Belastung. Man will eigentlich, aber weiß nicht so richtig, führt das zum Erfolg? Ich habe irgendwann zwischendurch das Gefühl, ich kann das gar nicht mehr schaffen. Das sind alles Punkte, die man natürlich vermeiden kann, wenn man von vornherein die richtige Struktur anwendet und das Ganze eben für sich auch so sich aneignet und plant, dass man eben hier nicht zwischendurch einfach mal auf der Strecke bleibt. Und das funktioniert eben wirklich nur mit einem individuellen Lernplan, mit interaktivem Unterricht. Du musst jederzeit in der Lage sein können, deine Fragen stellen zu können, da wo du aussteigst. Das ist eben essentiell wichtig. Ergebnis daraus?
Das sind Fakten. Es schafft einfach nur jeder Zweite diese Prüfung. Und da wollen wir natürlich heute auch auf den Grund gehen. Was sind die entsprechenden Hintergründe, eben auch durch diese Brille Steuerfachwirt, Vorbildung? Was sind die Hintergründe, warum wirklich jeder Zweite die Prüfung leider nicht schafft? Und hier geht es auch gleich einmal direkt ans Eingemachte, nämlich wir müssen über einen ganz wichtigen Punkt sprechen, der dir vielleicht beim Lesen erstmal nicht gefallen wird, aber wir haben das Ziel, dass du eben die Prüfung erfolgreich bestehst und dafür bedarf es auch manchmal einfach einer harten, nackten Wahrheit, wie man so schön sagt. Und zwar geht es hier eben um das Thema Ego. Ego bei dir als Steuerfachwirt, woran liegt das? Es gibt viele Kollegen leider in dem Bereich, die auf der Arbeit, gerade in der Praxis, so ein Stück weit ein Akzeptanzproblem haben. Da muss man natürlich immer differenzieren, ist man in einer größeren oder kleineren Kanzlei, aber es gibt natürlich gerade in mittleren bis größeren Betrieben häufig so ein Art Akzeptanzproblem, weil das darin liegt, gar nicht, dass man fachlich eben weniger kann, ganz im Gegenteil, aber die studierten Kollegen sind häufig trotz weniger praktischer Erfahrung, einfach aufgrund des akademischen Abschlusses, weil man eben ein Studium, abgeschlossenes Studium vorweisen kann, im Ranking, im internen Standing höher angesehen. Und das nagt natürlich auch so ein Stück weit am eigenen Ego, dass man dadurch vielleicht das Gefühl hat, sich besonders beweisen zu müssen und auch die eigene Vorbildung in so einer Prüfungsvorbereitung dann besonders hochzuhängen. Und das ist der erste Fehler, den du auf jeden Fall vermeiden musst. Man darf sich eben nicht an das Erreichte klammern, man darf stolz sein, wie wir hier auch sagen, dass du die Prüfung erfolgreich gemeistert hast. Aber wichtig ist, jetzt nicht zu sagen, ich kann schon alles, ich weiß schon alles, ich mache genauso weiter, wie ich es bisher gemacht habe, weil das hat dich zwar zu diesem Titel geführt, jetzt haben wir aber nochmal eine höhere Messlatte und das muss dir einfach bewusst sein, dass du jetzt weitermachen musst und vor allem Sachen neu überdenken musst. Du musst offen sein für neue Maßnahmen, du musst offen sein für konstruktives Feedback und darfst eben nicht verhindern oder das musst vermeiden letztendlich, dass dein Ego diesen Input eben nicht zulässt. Und das ist halt ganz, ganz gefährlich, weil man jetzt sagt, okay, ich werde genauso weitermachen, weil ich habe es so geschafft und ich will es den Kollegen zeigen, sondern wichtig ist, dass du dein Ziel erreichst und dann eben auch bereit bist, neue Wege zu gehen und nicht sagst, ich weiß schon alles, ich kann schon alles. Und gerade das mündet halt auch häufig dazu, dass man verleitet wird, eben auch durch diese Konzepte, dass man weiß, okay, ich mache das genauso wie beim Steuerfachwirt, ich sitze im Samstagskurs drin, kriege ja so ein bisschen Stoff vermittelt und dann passt das irgendwie schon, weil ich vor der Klausur noch entsprechende Tipps bekomme, was in der Prüfung drankommt. Das ist natürlich im Steuerberaterexamen nicht der Fall, da wird es keine passenden Tipps geben, lass dir da auch nichts anderes einreden, welche Themen drankommen, sondern da musst du halt alles vorbereiten. Und das führt eben dazu, dass man hier einfach viel, viel breiter aufgestellt sein muss. Vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, was eben diesen Input anbelangt. Das heißt, du musst offen sein für Input. Das letztendlich macht auch unsere Kundinnen und Kunden so erfolgreich in ihrer Vorbereitung. Früher war es so, dass viele erst im zweiten oder dritten Versuch gemeinsam eben mit uns gearbeitet haben. Sie haben vorher die Erfahrung gemacht und gemerkt, dieser alteingesessene Weg funktioniert nicht. Und das hat sich natürlich mittlerweile so rumgesprochen, dass die meisten eben auch schon im Erstversuch dann entsprechend zu uns kommen. Und das ist natürlich ein Punkt. Du musst offen sein für Input und dann kannst du da entsprechend natürlich auch erfolgreich sein. Eine Herausforderung, die natürlich Steuerfachwirte ganz besonders betrifft, ist, dass man durch den Abschluss in der Praxis natürlich trotzdem über extrem hohe Verantwortung teilweise verfügt. Das heißt, du bist vielleicht für gewisse Mandanten allein verantwortlich, mehr oder weniger, oder innerhalb der Kanzlei für gewisse Bereiche. Und das erfordert natürlich in der täglichen Arbeit einfach einen verdammt hohen Einsatz. Und das bedeutet letztendlich, dass du natürlich neben der Examensvorbereitung eben auch auf der Arbeit performen musst. Und das ist natürlich so ein, Konflikt, sage ich mal, dass man eben beides permanent parallel hinbekommt. Und dann ist es natürlich wichtig, auch gerade hier, wie wir sehen, in der Freistellungsphase, dass man da in der Lage ist, auch wirklich sich voll und ganz eben auf diese Punkte konzentrieren zu können. Wichtig ist aber zu erkennen, und das ist der Irrglaube von den meisten, so eine Freistellungsphase, die löst eben nicht deine Probleme. Du kannst nicht sagen, ja, ich habe ja noch später eine Freistellung, ich mache das dann schon alles. Nein, das wird dich eben nicht zum Erfolg führen, sondern du musst vorher in den Monaten davor schon entsprechend ready sein. Du musst dir diese Fundamente eben rechtzeitig legen, damit du dann darauf aufbauen kannst in der Freistellungsphase, aber bis dahin halt nicht richtig mitzukommen, durchzukommen, in der Hoffnung, dass du das dann später noch machen kannst. Das ist etwas, was halt häufig dann zum Scheitern im Vorwege schon verurteilt ist letztendlich, kann man sagen. Hier sehen wir eine schöne Grafik, die das Ganze immer noch mal beschreibt. Das heißt, es gibt halt einen Punkt, wo es danach nicht mehr weitergeht. Das bedeutet, wir sehen hier das sogenannte Optimum in der Kurvendiskussion. Das heißt, es bringt halt irgendwann nichts mehr zu sagen, ich werfe jetzt noch mehr Zeit rein in die Vorbereitung oder generell sozusagen noch mehr zu lernen, mehr zu arbeiten. Das heißt eben nicht, dass der Output gesteigert wird. Fairerweise muss man dann sogar sagen, dass er irgendwann runtergeht, wenn man einfach die Pausen nicht mehr einhält. Das ist auch ein Thema, wo wir natürlich später noch dann zu kommen werden. Und gleichzeitig ist halt wichtig, dass wenn du dich voll und ganz eben nur auf die Arbeit konzentrierst, weil du sagst, okay, das Examen ist noch so weit weg, monatelang weit weg, im Oktober vielleicht sogar noch ein Jahr weit weg teilweise.
dann ist das sehr, sehr trügerisch, weil dieser Glaubenssatz, den wir hier auch notiert haben, das Lernen hole ich später nach, das gibt es einfach nicht in der Examensvorbereitung. Und das musst du direkt hinter die Ohren schreiben, wie man so schön sagt, weil du musst permanent eben an beiden Punkten arbeiten. Natürlich kann das mal schwanken zwischendurch, dass mal mehr Arbeit, mal mehr Vorbereitung möglich ist oder notwendig ist. Aber letztendlich ist es halt so, dass du permanent, also konstant eben an den richtigen Dingen arbeiten musst, um da langfristig auch eine passende Chance zu haben. Sprechen wir als nächstes einmal über die acht Erfolgsfaktoren zum Bestehen. Das heißt, was musst du mitbringen, was muss deine Vorbereitung haben oder aufweisen, damit du letztendlich sagen kannst, okay, das sind die Punkte, die dich letztendlich dann zum Ziel führen. Wichtig ist, wenn du einen dieser Punkte eben nicht hast, kann das gleichbedeutend sein, dass du automatisch Schwierigkeiten bekommst in der Vorbereitung. Da muss man eben sehr, sehr sorgfältig draufschauen. Wir gucken leider nochmal unten so ein bisschen auf die konkreten prozentualen Auswirkungen. Ich gehe mal die Liste durch, die Liste der Erfolgsfaktoren. Erster Punkt, individuelle Vorgehensweise, habe ich, glaube ich, schon ausführlich erläutert an der Stelle. Das bedeutet halt insbesondere, dass man sagt, man fängt da an nach einer passenden Analyse, wo man entsprechend vom Niveau her auch reinstartet in die Vorbereitung auf Basis der Vorkenntnisse, auf Basis der Vorerfahrung. Und dann natürlich in der Stoffplanung eine didaktisch sinnvolle, auf deine persönliche Situation eben abgestimmte Stoffvermittlung. Welche Themen kannst du, wo steigst du in dem jeweiligen Thema ein? Du musst nicht bei Adam und Eva anfangen, wenn das dein Brot- und Buttergeschäft ist in der täglichen Arbeit, sondern es geht dann halt wirklich darum, dass du ja, didaktisch sinnvoll hier lernst zu arbeiten, beziehungsweise der Plan das natürlich auch vorgibt. Nachhaltiges Themenverständnis und komprimierte Materialien. Eingangs habe ich schon gesagt, teilweise kriegst du 20 Leitsordner zugeschickt. Das mag im ersten Moment vielleicht cool sein, weil da viele Informationen drin stehen. Du schaffst es aber noch nicht mal gefühlt, diese ja, 20 Ordner überhaupt nur durchzulesen, geschweige denn ja, griffbereit, parat zu haben. Und deswegen brauchst du auf der einen Seite eben nach Pareto die Materialien, auf die es wirklich ankommt, der Kern, der über das Bestehen entscheidet, und du musst halt durch die richtige Herangehensweise, gerade was die Stoffvermittlung anbelangt, wirklich nachhaltiges Themenverständnis aufbauen. Du brauchst einen persönlichen Ansprechpartner eben für fachliche, strategische, aber auch mentale Probleme. Das heißt, wir arbeiten mit unseren Kundinnen und Kunden natürlich so eng zusammen, dass man wirklich sagen kann, wir sind für alle Bereiche zuständig, Ansprechpartner, um wirklich jedes Problem zu lösen. Weil es bringt nichts, wenn du fachlich und strategisch das Richtige machst, aber mental davon abgehalten wirst, vernünftig zu lernen, weil dich irgendwas stresst, zurückhält. Ja, du einfach im privaten oder beruflichen Kontext Probleme hast, die müssen gelöst werden, damit du hier wirklich dann dein volles Potenzial auch abrufen kannst und dann auch ausschöpfst. Gezieltes Klausurtraining eben auf Basis deiner Vorerfahrung. Wenn du noch keine Klausurerfahrung hast, das ist als Steuerfachwirt eher unwahrscheinlich, dann müsstest du natürlich von null auf anfangen. Aber auf diesem Level Steuerfachwirt ist es wichtig, dann direkt zu lernen, okay, was sind vertiefende Aspekte, was brauche ich hier klausurtaktisch von der Herangehensweise, was sind klausurtechnische Feinheiten, die jetzt dazukommen in solch einer Steuerberater-Prüfungsklausur. Klare Vorgaben und individuelle Lernpläne, natürlich auch essentiell wichtig, weil jede Phase bringt unterschiedliche Schwierigkeiten mit sich. Je nachdem, wann du startest, in welchem Umfang, ist das natürlich auch dann individuell zu gestalten und vor allem wirklich zu wissen, okay, bis dann und dann muss ich das und das fertig haben, bis dann und dann muss ich eben dieses Level erreichen und den Fortschritt aufweisen, damit ich eben im grünen Bereich bin, auch wichtige Punkte. Dann brauchst du natürlich auch meistens Anleitung für effektives Zeitmanagement, für effektive Lernmethoden. Die meisten lernen einfach, muss man fairerweise sagen, noch so wie in den 90er Jahren. Das bedeutet irgendwie Zusammenfassung schreiben, Skripte markieren, dann Karteikarten anfertigen, die dann ja paar Mal durchlesen. Das ist einfach aufgrund der Masse des Stoffes im Steuerberaterexamen nicht sinnvoll, nicht effektiv, nicht smart genug, und damit wirst du halt scheitern. Da kommen wir später auch nochmal zu. Und das Wichtigste, Systeme und Anleitungen zu allen Bereichen. Wirklich Klausurnacharbeit, ein Herzstück einer jeden erfolgreichen Vorbereitung. Aber es geht wirklich über alle Bereiche weiter, das Markiersystem und. Das sind halt wichtige Punkte, dass du da an die Hand genommen wirst, das Rad gar nicht neu erfinden musst. Es gibt für alle Bereiche Best Practices, wie man so schön sagt, die dich erfolgreich zum Ziel bringen, und da solltest du natürlich auch drauf zurückgreifen. Fakt als Ergebnis daraus: Jeder, der mindestens eben drei Punkte dieser Liste nicht erfüllt, reduziert die eigene Bestehenswahrscheinlichkeit auch massiv, also mindestens um 20 bis 30%. Je mehr Punkte fehlen, desto schwieriger wird es letztendlich, und jeder einzelne Punkt, der fehlt, das, was wir hier oben schon gesagt haben, bringt eben gewisse Schwierigkeiten mit sich. Ansonsten ist es einfach nicht planbar. Das musst du dir einfach an der Stelle schon mal bewusst machen. Ein weiterer Punkt, was die Erfolgsfaktoren anbelangt, ist einfach die Tatsache, dass jeder unterschiedliche Voraussetzungen mitbringt und dementsprechend auch es viele Wege gibt, die, wie man so schön sagt, nach Rom führen, beziehungsweise von deinem Standpunkt, wo du eben entsprechend aus drauf loslaufen wirst,
dich ein entsprechender Weg eben zum gewünschten Ziel führt. Und das ist halt wichtig zu verstehen, weil manche sind Mitte 20, manche sind schon über 40. Das heißt, bei dem einen oder bei dem anderen muss man halt in unterschiedlichen Bereichen intensiver arbeiten. Gleichzeitig gibt es eben Kunden bei uns, da besteht jemand mit 3 Monaten Freistellung, andere wiederum mit 6 Wochen. Und ganz offensichtlich, wenn man solch unterschiedliche Voraussetzungen schon hat in der Vorbereitung, dass es dann letztendlich auch einer individuellen Herangehensweise bedarf, weil die Rahmenbedingungen, die Konstellation, wie man solch eine Prüfung angeht, einfach schon ganz, ganz unterschiedliche sind. Und deswegen bestehen bei uns eben Kunden mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen, sei es was die Vorbildung anbelangt, aber eben auch die Rahmenbedingungen, wie viel Klausurerfahrung man hat, wie viel Zeit man hat, ob man Familie hat, ledig ist. Das sind natürlich alles Faktoren, die hier mit reinspielen, wo man ganz besonders eben darauf achten muss. Aber nur, wenn man die passende Lösung hat und diese dann eben auch konsequent umsetzt, dann gelingt es einem planbar zum Erfolg zu kommen im Steuerberatexamen. Weiter geht's mit dem nächsten Punkt und zwar dem vielleicht sogar größten Mythos im Rahmen der Steuerberater-Examensvorbereitung und zwar, man muss möglichst viele Klausuren schreiben. Das ist sicherlich der, wie eben schon gesagt, weit verbreiteteste Mythos überhaupt, wenn es um Steuerberater-Examen geht, am besten immer mindestens 50 Klausuren plus schreiben, um diese Prüfung zu bestehen. Diese Tatsache ist aber faktisch falsifiziert. Warum erkläre ich sie auch gerne? Es gibt jedes Jahr unzählige Teilnehmer. Ich selber habe auch deutlich weniger geschrieben als die genannten 50 Klausuren, die das Examen bestehen. Und es gibt auch Teilnehmer, die mit über 50, also teilweise sogar 80 plus Klausuren, das Steuerberaterexamen eben nicht bestehen. Dementsprechend kann das nicht der entsprechende Punkt sein, auf den es ankommt. Natürlich musst du Klausuren schreiben. Klausurarbeit ist auch ganz, ganz wichtig. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, nicht die stumpfe Quantität, die stumpfe Anzahl ist das, worauf es eben ankommt. Und einfach nur zu sagen, ich schreibe viele Klausuren, zeigt letztendlich eben das blinde drauf losarbeiten oder diese Planlosigkeit generell im Vorgehen bei der Examensvorbereitung. Das solltest du natürlich nicht auch machen, diesen Fehler. Und gerade auch bei Steuerfachwerten ist das besonders trügerisch, weil man eben auch denkt, okay, ich habe vielleicht den Gedanken, dass ich schon Klausurerfahrung gesammelt habe. Ich bin jetzt in der Lage, Klausuren zu schreiben. Wir müssen eben verschiedene Faktoren und Aspekte natürlich mit beachten, wenn es darum geht, zu schauen, bin ich auf dem Niveau, muss ich an den Inhalten arbeiten und generell natürlich auch dieses Ziel zu verfolgen, auf dieses Prüfungsniveau in den einzelnen Bereichen zu gelangen. Und das ist eben ja teilweise gefährlich, weil man sich dann eben auf die falschen Punkte konzentriert. Wie ist das Ganze zu lösen? Worauf kommt es an? Das Herzstück einer jeden Vorbereitung, sage ich immer wieder zu unseren Kundinnen und Kunden, ist die systematische Klausurnachbereitung. Was bedeutet das? Du brauchst eben ein System, was letztendlich sicherstellt, dass du, wenn du eine Klausur geschrieben hast, die daraus resultierenden relevanten Aspekte a zielgerichtet aufdeckst, das heißt die Ursachen hinter den ja fehlenden Punkten, sage ich jetzt mal in der Klausur, systematisch zutage fördern und dann, wenn du weißt, was die Probleme waren, diese Probleme, die Lücken, die natürlich dahinter stecken, systematisch nach und nach anzugehen. Und zwar einmal im inhaltlichen Bereich, dass das Verständnis, die Verständnislücken geschlossen werden, aber auch insbesondere natürlich im klausurtechnischen und klausurtaktischen Bereich. Auch ganz essentielle Punkte, die in der Klausurnachbereitung nicht zu kurz kommen dürfen. Und zusätzlich betrifft das natürlich dann auch Themen wie die Fußgängerpunkte, die Bücheraufbereitung, auch wichtig, eben um das Maximum daraus zu ziehen. Und wie hier eben schon erwähnt, eben die Strategien, was Klausurtechnik, Taktik anbelangt, auch fundamental wichtig für den Examenserfolg. Und das in der Kombination erfolgt oder führt dann letztendlich dazu, dass du Lernfortschritte erzielen wirst. Und sei dir sicher, auch wenn du schon Klausuren geschrieben hast, auch wenn du vielleicht schon Klausuren aus deiner Sicht heraus nachgearbeitet hast, ich habe es jetzt hoffentlich schon ja klar genug zum Ausdruck gebracht, das erfordert hier einfach eine ganz tiefer gehende andere Herangehensweise, um mit Klausuren richtig lernen zu können. Und da solltest du natürlich auch darauf achten, dass du sagst, okay, ich habe es vielleicht früher so gemacht, ich habe mir die Lösung nur durchgelesen, nochmal irgendwas nachgerechnet. Das reicht jetzt nicht mehr. Und da sind wir wieder eben bei dem Punkt, dass du schauen musst, was kannst du jetzt einfach auf dem neuen Level anders machen, um hier weiter voranzukommen. Ein Punkt, der hier wiederum sehr, sehr trügerisch ist, gerade bei Steuerfachwerten, ist, dass du, gerade wenn du am Anfang erstmal so einen typischen Kurzklausurenkurs belegst, auch zu Beginn erstmal relativ gut zurechtkommen wirst. Je nachdem, wie lange deine Vorbereitung auf die Steuerfachwertprüfung eben her ist, bist du vielleicht noch drin, weißt in etwa sozusagen, wie der Hase läuft, wie man so schön sagt. Und auf der anderen Seite auch thematisch ist es häufig so, dass wir vom Niveau her uns dann in Bereichen oder Gefilden bewegen, wo du noch gut zurechtkommst. Und dann hat man den Eindruck, ach, es läuft ja ganz gut und ich bin wohl schon ganz gut dabei, das funktioniert alles. Und dann kommt irgendwann der Switch, und das ist jetzt die Gefahr, auf die 6 Stunden Klausuren, auf die vom Niveau her deutlich anspruchsvolleren Klausuren. Und dann ist es so, dass man halt sich nicht nochmal grundlegend in diesen Basisklausuren die Frage gestellt hat, was kann ich hier vom Niveau eigentlich vom Sprung her so verbessern, dass ich letztendlich in die Lage versetzt werde, auch später, wenn es sozusagen auf einem höheren Level zur Sache geht, einfach nochmal mit einem ganz anderen Know-how
insbesondere eben was die Herangehensweisen anbelangt, also dieses Repertoire an Klausur, Taktik, aber eben auch den inhaltlichen Kenntnissen, die Technik, dass ich das so auf ein neues Level bringe, dass ich dann auch gewappnet bin für die neue Herausforderung. Weil häufig ist es eben so, wirklich getreu diesem Motto, ein gutes Pferd springt eben nur so hoch, wie es muss, wie ich hier auch geschrieben habe. Und du dein Potenzial bei diesen leichteren Klausuren, wo du dich dann noch, sag ich mal, relativ gut drin bewegen kannst, dann eben nicht so ausschöpfst, dass du ablevelst. Das ist sozusagen der Begriff dahinter, den du dir sozusagen auf die Fahne schreiben musst. Nutzt diese Klausurumgebung zu Beginn, eben um diese Stufen nach oben zu kommen. Eben insbesondere, was dein Repertoire anbelangt. Den Werkzeugkasten, sage ich immer zu unseren Kunden, metaphorisch, Klausurtaktik bedeutet letztendlich, wie gehe ich an den Sachverhalt ran? Und da wird in dem Examen natürlich nicht jedes Problem wie Nagel sein, wo du einfach nur den gleichen Hammer nutzen kannst und jedes Problem damit beseitigst. Nein, du brauchst vielleicht auch mal eine Säge, du brauchst ein Schweizer Taschenmesser im besten Fall, um mit all diesen besonderen Arten der Probleme zurechtzukommen. Und das ist halt auch ganz, ganz wichtig zu sehen, damit du dann nicht das Gefühl hast, wenn es auf einmal richtig schwer wird, du wärst überrollt, weil du vorher halt nicht weiterentwickelt hast, weil du ja zurechtgekommen bist. Und das ist halt vom Gefühl einfach extrem trügerisch. Da darfst du diesen Fehler eben nicht machen. Und wie löst du das Problem? Zwei Punkte sind dafür natürlich wichtig, wie eben schon gesagt und erläutert, systematische Klausurnachbereitung. Das heißt, wenn du die nicht hast, dann wird es dir generell sehr, sehr schwer fallen, eben die Klausuren dafür zu nutzen, planbar Fortschritte zu erzielen, weil es gibt halt nichts Schlimmeres, als das dem Zufall zu überlassen. Dass du halt mal Lust hattest, dir ein bisschen was durchzulesen und dann nochmal anzueignen. Es muss wirklich Punkt für Punkt durchgegangen werden mit dem richtigen System dahinter. Sonst ist das halt ja letztendlich nicht planbar erfolgsversprechend. Das sollte ja dein Ziel sein, wenn du so viel Zeit auch hier in die Klausurarbeit natürlich, aber auch in die gesamte Prüfungsvorbereitung reinsteckst. Und der zweite Punkt, den wir hier schon sehen, ist natürlich, du brauchst bewährte Strategien und Herangehensweisen, um auf diesen, ich sag mal, höheren Klausurlevels auch bestehen zu können. Du brauchst das Rad selbstverständlich nicht neu erfinden in all diesen Bereichen, sondern es gibt dafür Best Practices, die musst du natürlich dir nur aneignen, gesagt bekommen, implementiert bekommen in deine Vorbereitung. Und dann kannst du halt sicher sein, okay, dass ich hier Stufe für Stufe hochkomme, eben in Verbindung oder in Kooperation letztendlich mit der Klausurnachbereitung. Das sind halt die Punkte, die dich dann durch die Klausurarbeit oder mit der Klausurarbeit letztendlich dann erfolgreich werden lassen. Sprechen wir im nächsten Punkt nun einmal über Beispiele, woran im Alltag man als Steuerfachwirt dann wirklich scheitert oder wo dran gescheitert wird im Allgemeinen. Bei Steuerfachwirten ist erstmal positiv im ersten Blick oder auf den ersten Blick, dass man natürlich über viel oder überdurchschnittlich viel Praxiserfahrung verfügt. Bedeutet letztendlich, dass man auf dieser Basis letztendlich natürlich viel schon mal gesehen hat, so ein bisschen einordnen kann, das Ganze so ein bisschen plastischer erscheint. Aber wenn man sagt, okay, das haben wir in der Praxis schon immer so gemacht und da natürlich eher, sag ich mal, lösungsorientiert das Ganze betrachtet und in der Klausur bekanntlich der Weg das Ziel ist, dann sind da natürlich häufig gravierende Unterschiede vorhanden. Und gerade wenn es so festgefahrene Gedankenstrukturen sind, weil man das seit Jahrzehnten vielleicht schon so macht, ist es halt gefährlich, weil falsche Verknüpfungen gebildet sind und diese dann erstmal aufgedeckt, aufgelöst werden müssen, damit man sozusagen nicht daran haften bleibt. Der zweite Punkt betrifft natürlich die Thementiefe. Man hat alle grundlegenden Themen schon mal so ein bisschen gehört. Hier habe ich mal so ein Beispiel reingemacht, kannst du noch mal ausführlich durchlesen. Thema Wohnsitz. Du hast sicherlich auch die unbeschränkte Steuerpflicht in der Steuerfachwirtprüfung geprüft, aber natürlich ist es so, dass die Komplexität jetzt im Steuerberaterexamen zunimmt. Das heißt, da kommt dann neben dem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt vielleicht noch eine Wohnung oder ein Haus am Gardasee neben der Wohnung in München dazu, eine Ehefrau, die in Frankreich lebend ist, verheiratet, nicht dauernd getrennt lebend, in einem Einzimmerapartment und man plötzlich noch Einkünfte aus einer brasilianischen Kapitalgesellschaft hat. Und dann ist halt die Frage, wie gehe ich damit um, wie ordne ich das in dieser Tiefe ein? Das sind halt die Aspekte, wo wir halt sehen, okay, wir bewegen uns hier auf einem ganz anderen Level, eine ganz andere Tiefe, als man das bisher gewohnt ist. Und die Quintessenz daraus ist einfach, dass die Vorbereitung für die Steuerberaterprüfung natürlich viel, viel umfangreicher ist, länger auch zeitlich, meistens so 18 Monate. Die Steuerfachwirtprüfungsvorbereitung ist häufig kürzer und natürlich das Niveau, der zeitliche Umfang, die Intensität innerhalb der Woche ist einfach auch um ein Vielfaches höher als bei der Steuerfachwirtprüfung, sodass du da natürlich darauf achten musst, dass du hier weniger Spielraum hast. Du bist einfach viel mehr gefordert, neben der Arbeit vernünftig zu lernen, Gas zu geben und dran zu bleiben. Und du hast eben keinen Spielraum, das ist ein ganz wichtiger Satz für längere Durchhänger und längere Schwächeperioden. Ich rede nicht davon, dass mal eine einzelne Lernzeit ausfällt, sondern es sind einfach ganz andere Anforderungen im Examen, in der Vorbereitung. Und da kannst du dir sowas halt nicht erlauben, wenn du langfristig planbar erfolgreich sein willst. Was ist die Lösung dafür? Natürlich ein individueller Lernplan, der dir auf der einen Seite eben maximale Struktur vorgibt, aber innerhalb dessen auch flexibel anpassbar ist, wenn du mal krank bist, wenn mal irgendwas auf der Arbeit dazwischen kommt oder, oder.
Das heißt, man darf sich nicht festfahren, das Ganze ist dynamisch gestaltet, ist aber eben dann auch abzustimmen auf das Niveau. Das heißt, du verschwendest nicht erstmal hunderte von Stunden, übertrieben gesagt, mit Themen, die du vielleicht schon kannst, sondern arbeitest wirklich an den für dich richtigen, wichtigen Themen, um voranzukommen und du eben nicht die Gefahr läufst, erst alles ganz entspannt zu sehen. Die Themen kennst du ja, auf einmal kommen neue Themen, die Post geht richtig ab, wie man so schön sagt, und du verlierst direkt den Anschluss, den berühmten Anschluss an den Zug, den man verpasst, und das soll halt bei dir natürlich vermieden werden, weil das führt wirklich dazu, wenn du das erste Mal den Anschluss verlierst, dann macht sich Frustration breit. Du hast so ein erstes richtiges emotionales Loch, häufig in den Wintermonaten. Und das ist halt etwas, was auf jeden Fall vermieden werden muss, damit du eben nicht noch größere Defizite dann aufbaust. Und das geht halt am besten, indem man von Anfang an auf dem für sich richtigen Niveau arbeitet. Das Ganze haben wir hier auch nochmal ausführlicher dargestellt. Schau dir gerne die beiden verlinkten Videos an. Da geht es dann nochmal deutlich tiefer ans Eingemachte, was die Hintergründe dafür sind. Wichtig ist, wie gesagt, die erste Phase der Vorbereitung richtig gut zu nutzen, auf dem richtigen Anforderungslevel und sich an das höhere Niveau direkt zu gewöhnen, indem man nicht erstmal ja, sich relaxed zurücklehnt und sagt, ich kenne das ja schon, sondern halt direkt Gas gibt. Was ist also nötig? Wir haben hier noch eine zweite Liste, um es zu schaffen, um zu den richtigen 50% zu gehören. Du brauchst eine individuelle Vorgehensweise, didaktisch sinnvolle, auf die persönliche Situation abgestimmte Stoffvermittlung. Das heißt, wir gehen ja nochmal in die einzelnen Punkte rein. Nachhaltiges Themenverständnis musst du aufbauen. Ganz, ganz wichtig, den persönlichen Ansprechpartner nicht vergessen, weil egal, ob du jetzt eine fachliche Frage hast, ob das strategisch ist, mental, das sind alles Punkte, wo man natürlich ansetzen muss, wenn man erfolgreich da zusammenarbeiten möchte, wie wir das ja auch mit unseren Kunden tun. Gezieltes Klausurtraining, klare Vorgaben, individuelle Lernpläne, das Zeitmanagement und die Lernmethoden müssen entsprechend etabliert werden und einfach auf ein neues Level gebracht werden und natürlich System und Anleitung nicht nur für die Klausurnacharbeit, sondern eben auch für die anderen Punkte. Das nochmal als Wiederholung. Folgende Grafik, die erklärt diese Philosophie dahinter, was wir eben machen, was da letztendlich zum Erfolg führt. Was sind die Dinge, die funktionieren, die ineinander greifen, die dieses ganzheitliche System auch ausmachen? Erster Punkt, ESA-Jahreskurs, heißt natürlich die Betreuung über die gesamte Laufzeit, dass wir anfangen mit der entsprechenden Analyse natürlich zu beginnen und deinen individuellen Kurs dann natürlich auch für dich zusammenbauen. Wir als Ansprechpartner eben für dich agieren auf Augenhöhe. Das heißt, wir haben ein gemeinsames Ziel, wenn du bei uns bist und mit uns das Steuerberaterexamen angehst, nämlich, dass du das Steuerberaterexamen bestehst. Das heißt, wir arbeiten da zusammen an einem gemeinsamen Ziel. Wir sind nicht einfach nur irgendeine Nummer, sondern wir sind da wirklich voll und ganz für dich da. Nachhaltige Lernstrategien. Es geht nicht um auswendig lernen. Es geht darum, dass du die Sachen wirklich verstehst, verinnerlichst und dann natürlich auch abrufen kannst. Das wird kombiniert mit dem individuellen Lernplan, dass wir eben nach der Analyse schauen, was brauchst du in der jeweiligen Phase? Wie machen wir das Ganze bei dir, um zum gewünschten Ziel zu kommen? Dann in der Stoffvermittlung ganz, ganz wichtig. Einerseits klassische Stoffvermittlung, das heißt, du musst natürlich den Stoff beigebracht bekommen, aber insbesondere auch interaktiv. Das heißt, du hast jederzeit die Möglichkeit, mit unseren Dozenten dort reinzugehen, alle Fragen zu besprechen, dir so lange das Ganze erklären zu lassen, bis du es wirklich verstanden hast, weil nur so meisterst du wirklich Level für Level. Die Klausurnacharbeit wirklich gezeigt zu bekommen, an die Hand genommen zu werden, Schritt für Schritt. Und das führt letztendlich dazu, dass du das systematische Aufbereiten gemeistert bekommst und einen Ablaufplan eben für die gesamte Vorbereitung. Wir haben hier zwar für die letzten Tage das hier einmal aufgeführt, aber das betrifft natürlich jede einzelne Phase, auch die letzten Tage vor dem Examen, die letzten Wochen, die letzten Monate, aber wirklich Schritt für Schritt auf alles bezogen und das wird dich letztendlich dann auch erfolgreich machen. Ein Themenwechsel, spannender Punkt, und zwar wollen wir über unsere Themenpyramide sprechen. Die haben wir ja unten auch eingebildet, zeige ich dir gleich. Und zwar wollen wir mal so ein bisschen die Einordnung vornehmen als Steuerfachwirt. Welche Auswirkungen hat dann ein falsches Vorgehen bei den prüfungsrelevanten Themen? Also, wir haben jetzt mal hier das Beispiel rausgesucht mit der Ertragssteuer und Bilanzsteuer. Das heißt, hier sehen wir unser berühmtes, intern berühmtes Doppelhaus. Das heißt, hier die Einkommensteuerhälfte, die Bilanzhälfte und oben die Dachgeschossregionen. Das heißt, wir sehen hier schon, dass das Ganze natürlich an beiden Tagen zum Beispiel drankommen kann. Umwandlungssteuer ist ein Thema, Körperschaftsteuer ist ein Thema, Personengesellschaften und so weiter. Und das sind sozusagen die Themen. Es baut aufeinander auf. Die Grundlagen, die Spezialthemen, dann die weiterführenden Themen und dann eben das eingemachte Umwandlungssteuer. Es ist ja nicht nur fortgedacht, was wir hier grundlegend, insbesondere auch 16, 17 ESTG zum Beispiel, schon gelernt haben, dann fortentwickelt, auch die Bilanzierungsgrundsätze bei Personengesellschaften und so weiter. Das ist wirklich nachhaltiger Aufbau, Step by Step. Und wenn wir uns den Ausschnitt jetzt anschauen, dann macht es halt keinen Sinn zu sagen, ich habe in der ersten Vorlesung hier eine Betriebsaufspaltung, ESC3-Thema, und danach mache ich irgendwann die Grundlagen. Das muss wirklich so systematisch aufeinander abgestimmt sein und das ist häufig einfach nicht der Fall. Plus, dass man eben schauen muss, was kann ich hier in den Bereichen schon, dann kann ich da eben gezielt vorgehen, vielleicht nur punktuell eine Wiederholung einbauen und auf der anderen Seite dann auch dafür Sorge tragen, dass ich halt an dem richtigen Punkt einsteige, wo ich gefordert bin. Das heißt, das ist das, was dich letztendlich in der didaktisch sinnvollen Auswahl der Themen zum Erfolg führt, beziehungsweise insbesondere in einer effektiven Zeitverwendung
Einteilung, also mit wenig Zeit das Maximum rauszuholen, ist sozusagen hier das Geheimnis dahinter. Schauen wir nun als nächstes auf die Dinge, die eben nicht mehr funktionieren, die du auf jeden Fall vermeiden solltest in Bezug eben auf deine Vorbildung, gerade als Steuerfachwirt und auch generell. Das heißt, das Hauptproblem, wie wir hier auch geschildert haben, ist oder liegt generell im Bereich des strategischen Vorgehens, weil man eben denkt, ich habe ja eine ähnliche Vorbereitung schon mal absolviert, ich weiß, wie es funktioniert. Das ist aber leider in der Tat nicht der Fall, weil es halt ganz anders ist, auch wenn es beides steuerrechtliche Prüfungen sind letztendlich. Das heißt, wir brauchen eine gute Strategie, auch lernstrategisch natürlich, um hier erfolgreich zu sein. Und manche Lernstrategien aus den 90er Jahren, wie wir immer sagen, die funktionieren einfach nicht. Schauen wir uns das Ganze hier direkt mal in der dafür vorgesehenen Grafik an, das heißt Zusammenfassung. Bringe ich nicht weiter. Karteikarten isoliert zu schreiben, bringe ich nicht weiter. Auswendig lernen, da ist der Stoff einfach viel zu umfangreich. Am Vorabend vor der Prüfung nochmal schnell alles durchlesen, da wirst du mehrere Abende benötigen. Du weißt, du kennst die Metapher mit den 20 Leitsordnern. Auch das funktioniert nicht. Der 0815-Weg, wo jeder den gleichen Einheitsbrei bekommt, funktioniert ebenfalls nicht. Und ein Lernplan, der nicht umgesetzt wird, weil er in der Theorie vielleicht gut klingt, aber du in der praktischen Umsetzung Schwierigkeiten hast und einfach mal im Eigenstudium irgendwelche Dinge dir zusammenschusterst oder sagst, ich bringe mir das jetzt selber bei. Das sind alles Punkte, die solltest du auf jeden Fall vermeiden. Das schon mal hier zusammengefasst an der Stelle. Wie vermeidest du das natürlich? Wie kommst du hier insbesondere bei dem Punkt, nicht in der Theorie bleiben, sozusagen erfolgreich in die Umsetzung? Du brauchst den richtigen Ansprechpartner. Das heißt, wenn wir das Ganze uns hier anschauen, natürlich ist das ein Auf und Ab. Aber da sozusagen jemand an der Seite zu haben, der einen da durchführt und sagt, das und das sind die Pläne, die müssen eingehalten werden. Wenn es nicht läuft, woran liegt es, wirklich den Ursachen auf den Grund zu gehen, um sicherzustellen, dass man umsetzt. Diese konstante Umsetzung ist das Zünglein an der Waage, das kann ich dir nur sagen. Das heißt, das ist der entscheidende Faktor, weil ich sage immer zu unseren Kunden, der beste Lernplan, der nützt einfach nichts, wenn er nur in der Theorie bleibt. Das heißt, wir müssen praktizieren, wir müssen jederzeit wissen, was ist zu tun, wie ist etwas zu tun, woran arbeite ich, auf welche Art und Weise, dann kann ich erfolgreich sein. Nur das bringt letztendlich den gewünschten Fortschritt, den Progress, und daran wollen wir es natürlich auch messen lassen. Und was sind sozusagen typische Maßnahmen, um das Ganze eben auch sicherzustellen in Bezug auf die Umsetzung? Das sind natürlich dann neben der Ansprechpartnerschaft insbesondere erstmal Klarheit über den Plan, dass man halt wirklich weiß, okay, wie muss ich vorgehen, auch Rückfragen zu besprechen, bis ins kleinste Detail. Weil wenn du nur damit beschäftigt bist, sich zu fragen, was mache ich eigentlich oder was soll ich machen, das wird halt nicht das gewünschte Ergebnis herbeiführen. Das kann ich dir schon mal versprechen. Und jemand, der dich wirklich verantwortlich hält, wenn du die Sachen nicht machst, der fragt, hey, was ist damit? Warum klappt das nicht? Was sind die Punkte? Auch mal nicht nur die Motivation, sondern vielleicht auch mal den Tritt in den Allerwertesten, wie man so schön sagt, wenn es nicht läuft oder wenn Sachen nicht umgesetzt werden. Motivation, aber eben auch das Pushen, das ist halt wichtig, neben den Leitplanken, dass man eben genau weiß, okay, das ist mein Weg, nicht links und rechts auszubrechen, sondern der Weg durch oder zwischen den Leitplanken hindurch. Nächster Aspekt, Tax Insight Method oder Methode letztendlich, das, was wir vorhin schon mal kurz erwähnt haben, was bedeutet das? Interaktive Stoffvermittlung. Es ist ganz fundamental wichtig. Wir haben eine anwendungsorientierte Prüfung. Wie gelingt es uns jetzt, dass wir das Ganze erfolgreich angehen können? Dafür ist halt erforderlich, dass du die Themen wirklich verstehst, damit du es dann auch anwenden kannst. Weil auswendig wiedergeben, da ist keine Textaufgabe in der Prüfung, sondern das sind Sachverhalte. Da musst du dein Wissen, das theoretische Wissen, abstrakt anwenden auf den Sachverhalt in der Prüfung, und dafür brauchst du Verständnis. Tax Insight Methode bedeutet, du kommst zum echten Verständnis, indem du beispielsweise mit unseren Dozenten so lange eben reingehst, bis du es verstanden hast, wirklich alle Facetten, Aspekte beleuchtet hast und wir auch genau rausfinden, wenn du mal irgendwo hängst, was sind die Gründe, warum du jetzt hier gedanklich noch falsch unterwegs bist, was brauchst du, um da wirklich zum, ja, Themenverständnis so zu gelangen, dass du da das Ganze auch wirklich nachhaltig aufgebaut bekommst. Typische Ängste hier zum Beispiel bei Steuerfachwirten, das Umwandlungssteuerrecht, das gehört mit dieser Methode wirklich der Vergangenheit an, weil jede einzelne Stufe auf dem Weg bis zum Verständnis zu meistern ist auf einmal planbar geworden, und genau das führt letztendlich dazu, dass du diese Stufen auch erklimmen wirst. Der nächste Aspekt ist die persönliche und inhaltliche Entwicklung. Diese musst du sichtbar bekommen. Das bezieht sich insbesondere auf die Lernfortschritte. Schauen wir mal hier auf die Grafik kurz drauf. Wir sehen hier verschiedene Punkte: die Motivation, die persönliche Entwicklung, die Lernstrategien und die Lernfortschritte. Was genau wollen wir mit der Grafik aussagen? Zu Beginn bist du motiviert, du hast Bock, und weil du sozusagen Gas geben willst, beschäftigst du dich mit den Sachen, du entwickelst dich weiter. Wir sehen hier immer dieses zeitversetzte Delta T, das bedeutet, dass zuerst die Motivation ansteigt, du dich mit den Themen beschäftigst, dadurch entwickelst du dich etwas zeitversetzt auf der X-Achse, eben auch persönlich weiter, weil du natürlich fachlich wächst, weil du strategisch wächst, weil du auf einmal merkst, ich wachse hier auch als Person. Wenn du dich mit den Themen sinnvoll beschäftigst, dann und gerade auch wenn du den Input bekommst, dann ist es natürlich auch so, dass die Lernstrategien sich verbessern. Du machst Trial and Error, verbesserst dich an der Stelle, und das führt letztendlich zeitversetzt dann auch dazu, dass du Schritt für Schritt vorankommst.
Ein großes Problem besteht jetzt aber bei vielen, und zwar gerade als Steuerfachwirt hier ein System zu implementieren, wo du sicherstellen kannst, diese Lernfortschritte auch zu sehen. Wir sehen hier in der Grafik, dass die Lernfortschritte vorhanden sind. Wenn du das aber nicht realisierst, das heißt, die Lernfortschritte sind eigentlich hier, du hast Fortschritte gemacht, du weißt aber nicht, woran du das messen sollst. Du weißt noch nicht mal in der Quantität, in quantitativer Betrachtung, was du alles schon geschafft hast oder was noch vor dir liegt und auch qualitativ, wie du das messen sollst. Wenn du das aber nicht sichtbar bekommst, dann wirst du dich irgendwann fragen, ich habe so viel Gas gegeben, habe mich hier weiterentwickelt, ich sehe diese Fortschritte nicht und dann wird zeitversetzt die Motivation runtergehen, weil du denkst, das bringt ja eh gar nichts. Du hast den Anschluss verloren, weil einzelne Bausteine fehlen, die wir uns vorher schon angeschaut haben. Dann wird dadurch letztendlich das dazu führen, dass du weniger motiviert bist, die Motivation sinkt, dadurch wird deine Entwicklung stagnieren, auf der Strecke bleiben, die Lernstrategien werden nicht weiter optimiert und weil du quasi den Kopf sinnbildlich in den Sand steckst, wird mit der Zeit der Lernfortschritt auch immer weniger werden, weil du denkst, ja, es bringt eh nichts. Und genau das musst du vermeiden, da musst du gegensteuern, indem du eben die Lernfortschritte hier sichtbar bekommst und eben auch das Selbstvertrauen darauf basierend aufbaust. Das fachliche Selbstvertrauen ist elementar wichtig an der Stelle. Hier sehen wir eine weitere Grafik, die emotionale Achterbahn der Prüfungsvorbereitung. Das heißt, hier nochmal isoliert betrachtet, Motivation, Lernfortschritt. Du bist motiviert, du machst Lernfortschritte. Auf einmal ist es so, du hast das Ganze wieder nicht sichtbar bekommen, du gerätst in Panik und dann verlierst du die Motivation. Dadurch bleiben die Lernfortschritte wieder auf der Strecke. Und wenn du abhängig bist von Motivation, nicht von der Disziplin, von Lernroutinen, dann wird sich das hier immer in diesem Bereich bewegen, dass es permanent schwankt. Nicht nur die tatsächlichen Lernfortschritte, die wahrgenommenen sowieso. Und das ist halt natürlich etwas, was du auf jeden Fall vermeiden musst, damit du hier vernünftig damit umgehst. Brauchst du eben einen Schritt-für-Schritt-Plan, einen Gesamtüberblick über die gesamten Themen. Deswegen kriegen unsere Kunden eben auch Themenlisten, um diesen Gesamtfortschritt wirklich von 0 auf 100% quasi ja, nachvollziehen zu können und auch trackbar das Ganze zu machen. Der nächste Punkt ist die Aufwärtsspirale. Das heißt, du brauchst einen höheren Standard. Das haben wir hoffentlich schon rausgearbeitet hier an der Stelle. Du musst dein Umfeld sozusagen verbessern. Das bedeutet, dass du halt Rahmenbedingungen schaffst, die dafür Sorge tragen, dass alle Vektoren mathematisch ausgedrückt eben in die gleiche Richtung zeigen. Das heißt, du musst Familienmitglieder mit ins Boot holen, was die Vorbereitung anbelangt. Du musst die Konflikte quasi vorwegnehmen. Das heißt, wenn du zum Beispiel für eine Familie zuständig oder natürlich auch verantwortlich bist, das wird sich zeitlich natürlich auswirken auf dein familiäres Umfeld. Und deswegen brauchst du letztendlich von Anfang an die richtigen Frames dem gegenüber. Du musst die Familie mit einbeziehen, zu sagen, hey, das und das erwartet uns jetzt. Wir müssen ja alle an einem Strang ziehen. Wir müssen eben aber auch gezielt Zeiten dann für die Familie schaffen. Auch im Freundes- und Bekanntenkreis wird das nicht alles auf ja, Zustimmung stoßen, dass du auf einmal bei einer Feier nicht dabei bist oder früher nach Hause gehen musst, nicht alle Aktivitäten mitmachen kannst, weil du letztendlich auch am Schreibtisch sitzt. Und wenn du die Leute um dich herum, die dir wichtig sind, die dir eigentlich Kraft geben sollen, nicht mit einbeziehst, das gilt natürlich auch beim Arbeitsumfeld. Der Chef wird auch an dir zerren, weil er sagt, hey, ich will, dass die Abschlüsse fertig werden bis dann und dann. Examensvorbereitung ist noch lange hin und da wird nicht alles sozusagen darauf ausgerichtet sein. Und deswegen musst du wirklich dich dem wappnen. Da gibt es passende Strategien, da helfen wir natürlich auch in den Bereichen. Und wenn es dir gelingt, eben das zu implementieren, dein Umfeld anzuheben, deinen Standard zu erhöhen, gerade was die Lernstrategien anbelangt, dann ist das so ein positives Flywheel, so eine Aufwärtsspirale, wo man sagen kann, ich beziehe meine Familie mit ein, wir ziehen alle an einem Strang. Ich habe auf einmal Kraft, Energie zum Lernen. Ich kann mich erholen in den Ruhephasen. Auf einmal auf der Arbeit komme ich besser voran, weil ich das alles ineinander intakt sozusagen integriere in den Wochenplan. Und dann wird es sozusagen führt eins zum anderen. Du wirst in allen Bereichen entsprechende Fortschritte sehen. Und das ist halt das Ziel, was du auf jeden Fall ja auch angehen solltest. Wann und warum sollten wir uns unterhalten? Wir haben dir hoffentlich jetzt schon gezeigt, dass es diverse Fehler gibt, die du unbedingt vermeiden solltest als Steuerfachwirt. Das heißt, schau, dass du die richtigen Strategien implementierst, die wirklich planbar zum Prüfungserfolg führen und diese bekannten Fehler eben von vornherein vermeidest. Und wenn das für dich interessant ist, wie so eine optimale Vorbereitung isoliert eins zu eins für dich aussehen sollte, dann kann ich dich jetzt mal herzlich dazu einladen, dich unter diesem Link, den du hier im Dokument findest, zu einem kostenlosen Erstgespräch eintragen. Wir helfen natürlich allen, die qualifiziert sind für das Examen weiter. Steuerfachwirte ganz vorne mit dabei. Und da kannst du dich eben ganz unverbindlich und kostenlos von uns einmal beraten lassen, wie wir das Ganze bei der ESA umsetzen, diese ganzen Punkte, die wir hier in diesem Dokument besprochen haben. Und wenn du aktuell noch nicht die Voraussetzung erfüllst, um eben zugelassen zu sein und in Zukunft, wir helfen dir natürlich auch dann später, zum späteren Zeitpunkt weiter, melde dich da gerne rechtzeitig bei uns und dann kannst du hier, wie gesagt, unter dem Link einen Termin dir buchen und dann mit unseren Experten erstmal sprechen. Was erwartet dich hier in diesem strategischen Erstgespräch mit unserem Strategieexperten? Ich habe dir hier sozusagen auch ein entsprechendes Video mit verlinkt, was du dann nochmal sozusagen dir auch anschauen kannst, um ganz ausführlich eben
zu sehen, was dich in so einem Strategiegespräch erwartet hier mit unseren Strategieberatern und Experten, die dann eben sich eins zu eins Zeit nehmen, 60 Minuten, deine Situation zu analysieren. Wo stehst du gerade? Was benötigst du? Was sind die Fallstricke, die zu erwarten sind in deiner Vorbereitung? Und das ist halt das, was dich letztendlich dann zum erfolgreichen Bestehen des Steuerberaterexamens führen wird. Wie gesagt, das Ganze ist unverbindlich und kostenlos. Trag dich gerne ein. Wir sehen hier noch die entsprechenden Bewertungen unserer Kunden, auszugsweise, die du eben auch ganz oben wie auf Trustpilot verlinkt, dir ausführlich anschauen kannst. Ganz viele hunderte zufriedene Kunden, mit denen wir genau das umgesetzt haben. Lass dich da gerne inspirieren. Schau dir gerne an, was dich letztendlich erwartet, um hier mit uns gemeinsam an einem Strang dein Examen erfolgreich zu gestalten. Wie gesagt, wir freuen uns von dir zu hören. Ansonsten kann ich dir auf jeden Fall hier nochmal das Dokument ans Herz legen. Das verlinken wir, wie gesagt, unter dem Video. Da findest du diverse weitergehende Videos, Links, alles, was sozusagen relevant ist. Hier auch nochmal der Hinweis auf unser Fachbuch, das heißt der Steuerberater Examsguide, in dem wir dir eins zu eins auch nochmal Strategie mit an die Hand geben. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, von dir zu hören, wenn wir die Fehler bei dir vermeiden und dich erfolgreich durch das Steuerberaterexamen bringen und eben auch diese bewährten Strategien in deine Vorbereitung implementieren. Bis dahin, wenn dir der Input gefallen hat, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Wenn du weitere Steuerfachwerte kennst, teile das gerne auch mit denen und dann sehen wir uns hoffentlich auch im kommenden Video wieder. Bis dahin, dein Marlo.